Action! Und willkommen zurück zu Borderlands 3. Und wir starten einen Bosskampf. Tamadeep, willst du sehen, was deine Sehr schön. tote Sirenenfreundin nicht geschafft hat? Ja, spüre, wie dich meine Kraft durchströmt! Och nö. Der Gesalbte. Stick burn, Bro! Gut, der wird markiert. Angriff! Los geht's! Los, schießt auf ihn, ich mach alles rauf, was ich kann. Ihr macht schließlich 25% mehr Damage, weil er macht sich unsichtbar. Nee, er portet sich. Mann. Wir haben hier erst Half-Life. Hopp, hopp. Verdammt! Halt mal kurz her zum Wiederaufstehen, dankeschön. Alter, die Druckwelle macht mal richtig Aua, ne? Ah, schon wieder liegen. Alle Granaten sind weg! Er ist fast down, los geht's! Jawohl! Alle tot! Töte so viele Gesalbte wie du willst. Ich sorge für Nachschub. Meine Armee ist endlos. Aber weißt du was? Ich habe wichtige. Down, wo bist du? Okay. Den Gesalbten. Jetzt, wo wir die Ratten los sind, können wir zur Sache kommen. Die Falltür zum Arbeitszimmer meines Vaters hat einen falschen Riegel. Lol, mir ist gerade aufgefallen, wenn ich jemanden retze. Gib dich zur Technikkabine. Dann ist auf meiner Tastatur so ein Puls, der da durchgeht, ne? Oh. Voll geil. Was hat denn der fallen gelassen? Eine Handfeuerwaffe? Eine Granate? Nehmen wir mit. Okay, so geil jetzt nicht, aber was soll's. Ich bin kein Kind mehr! Nicht? Ich sehe das immer noch als Kind. Ich habe übrigens ein Level Up, ne? Ich kann jetzt die geile Atom-Action machen. Geil. Soll ich das mal ausprobieren? Also nicht? Mach mal. Was stell dich auf die Bühne, stell dich hier auf die Bühne, dann können wir das von vorne sehen. Ach Quatsch. Das ist doch eine Atomwaffe. Erstmal gibt's hier ganz viel zu looten. An meinem ersten Abend dort. Bernhard hat das Ding gefunden, was ich auch schon gesehen habe. Ich hab echt nur eine, ne? Waffenkiste. Lol, das lädt sich nach. Warte mal, ich lad mal beide nach, ey Lennart? Friss den hier. Lol. Also stehen wir ab jetzt nur noch daneben, ja? Alter, voll geil. Ich liebe es. Der Entriegelungsmechanismus ist in den Voreinstellungen der Bühne verborgen. Such nach Hinweisen, welche Requisiten wir brauchen. Ich liebe es. Oh, ich liebe Atomwaffen so sehr in Borderlands. Was macht? Wer macht das? Achso. Was? Ich schieße hier gerade so ein paar Leichen kaputt. Was haben wir denn da? Eine. Die sieht ja witzig aus, so eine Disco-Werfer-Dinger. Ah, okay. Requisiten. Ach so. Was müssen wir denn machen? Du hast es geschafft. Oh, die Falltür auf der Bühne führt direkt zum. Ich habe einfach mal den Knopf gedrückt. Beeil dich, du musst es durchsuchen. Ich dachte, also. Das da. Ich geh mal gucken. Nach was suche ich hier unten?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas Aufzeichnungsähnlichem. Aufzeichnungsähnlichen ist auch geil. Aufzeichnungsähnlich. Aber jetzt kommen wir. Ja, wir sind kurz vor dem, vor der Höhle, ne, für das Ding. Ja. Und da sollten wir jetzt eigentlich den Schrank öffnen können, weil wir haben ja alles. Ja, das stimmt. Also zumindest glaube ich das. Hier ist ein Geheimgang. Ja, ist ja auch sehr unauffällig, dieses Ding. Jacobs! Mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Nein. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst. Und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Verstanden. Bin schon unterwegs zurück. War's nicht? Öffnen wir sie. Eine schöne Kiste, vor allem eine gute Kiste. Aber nur eine blaue Sache, der Rest ist so, naja. Ich habe nur grün und eine lila, ne? Okay, abwärts! Du willst schon wieder weg? Nun gut. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypso verkauft. Oh Leute, hier ist noch was, hier ist noch was, hier ist noch was. Ich hole mir den Kammerschlüssel, weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen. Warte. Jetzt. Nein. Ich suche die Grotte. Ach nö. Aua. Hey, wir haben ja jetzt die Atomwaffen, ne? Zieht die ruhig alles schön zusammen, ne? Dann können wir das mal ausprobieren. Ich hab nämlich den Tyranno schon getriggert. Ja, Baller raucht da. Okay, mal gucken, was er aushält. Wo ist er denn? Der hält einiges aus. Na, der hält aber aus. Ich sehe halt gar nichts mehr, ne? Oh, daneben geschossen, was soll denn das? Zerstört! Ah, ich liebe sie. Lol, und der schießt halt weiter. Voll geil. Frischer Tod für alle. Na na. Na na na. Haben wir es jetzt? Gut. Oh, hier, der kleine Pippi, der läuft. Er läuft wieder. Ich frage, man gräbt da auch gleich. Ist doch gar nichts. Musstet ihr das Ding ausgraben, oder? Nee, er gräbt die eigentlich aus. Achso. Bist du schon in der Kiste? Ja klar. Geht sie auf? Ja, ist offen. Könnt so ran. Nee, wir müssen die einzeln aufmachen. Was für ein schöner Cast! Was Lilanes? 365er Sniper? Ah, drei Lilane. Eine Granate? Wow, jetzt habe ich den Scheiß von Dings aufgesammelt, ey. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. So.
Granate, noch ein Raketenwerfer, noch eine Handfeuerwaffe und den Schrott lasse ich liegen. Ah, alles klar. So, wir gucken mal kurz. Nebenquest für Echsengebräu. Warte mal, was ist denn hier mit Punkto gefeuert? Durchsuche die Grotte haben wir immer noch, ne? Das ist die Nebenquest von dem gefeuert. Hier soll irgendwas sein. Und hier. Die Kündigung ging an eine Claire Connolly. Moment, die kenne ich. Sie war die Servierassistenz. Hat immer dafür gesorgt, dass mein Vater ein volles Glas hatte. Such sie. Vielleicht weiß sie, wo das Material versteckt ist. Die ist... versucht, irgendwo am Spawn ist die denn. Okay. Können wir dann später gucken. Aber ansonsten... Was ist denn jetzt mit dem kleinen Viech hier? Hexengebräu. Ja, das macht nicht weiter. Ne, irgendwie macht's nicht weiter. Es springt hier nur blöd rum. Und mehr als ihm folgen können wir ja nicht. Ne, ich bin auch schon hier drauf gesprungen. Wo drauf? Auf das Ding von hier oben mit einer... Ach so, hm. Ja, eigentlich rennt er an den Punkt und gräbt den scheiß Pilz aus. Aber... Ja, macht er nicht. Tja, da haben wir jetzt wohl die Quest verbuggt, würde ich sagen. Was machen wir in dem Fall? Theoretische Stützung, neu. Etwas ganz Einfaches, genau. Ich beende mal direkt. Jetzt müsst ihr mal wieder zu mir reinkommen. Ach. Bitte, danke. Alle Zuschauer, ich zeige auf euch. Aha, sehr interessante Neuigkeiten hier, ja. Da haben wir einen Crunch. Da haben wir einen anderen Typen. Da machen wir mal weiter und dann gucken wir mal. Wo landen wir denn? Eigentlich müssen wir unten in der Grotte starten, oder? Ich hoffe. Nicht unbedingt. Da halt in der, oder halt in der Nähe vom Anwesen, da wo wir halt den letzten Speicherpunkt hatten. No. Der müsste eigentlich am Eingang da sein, wo wir runtergefallen sind vom Anwesen. Ja, ist es auch. Lol, wie mies. Lol, wie mies ist das denn? Wir können das Spiel immer wieder neu starten, weil hier, wo wir starten, ist einfach eine Jacobs-Truhe, ne? Direkt. Ich bin hier, um zu jagen. Guck mal, die so direkt ist hier eine Truhe. Auch wenn nur Scheiße drin ist, aber man weiß ja nie. 466er Raketenwerfer. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Aber nur ein Schuss, ne? Ah, das ist wiederum nicht so geil. Warte mal, was sagt denn unsere Quest? Kehre zu Dings zurück, finde und sprich mit Claire. Okay, ne, wir gucken mal bei Hexengebräu, ob der jetzt weitermacht. Große Sau wieder am Start. Der frisst halt so viel, ne? Geht? Es knallt halt nur. Bitch. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da, jetzt hat er eine Route ausgegraben. Sehr schön. Sehr gut. Das heißt, es geht weiter. Ja. Ist aber trotzdem anstrengend, wenn es so rumbuggen tut immer. Also, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber gab es in Borderlands 2 auch verbuggte Missionen? Nicht, dass ich wüsste. Also, ich hatte keine. Dann haben sie aber nachgelassen. Weil das ist ja jetzt nicht unsere erste.
Das ist richtig. Ich meine, ich sag ja nur der Feind in dem Dingsda-Boomster. Ja. Ein bisschen. Wir nutzen sie, wenn die Zeit gekommen ist. Alle geilen auf die Beere. Meine Beere. Ja, du hast genügend Sumpfblüten für meine Zwecke. Jetzt komm zurück zum Brauritual. Warum glaube ich, dass sie uns kochen will? Mal sehen, was du versteckst. Wisst ihr, woran mich das immer erinnert? An Scooter, an seine Mission, die er damals gesagt hat. So, ist es komisch, dass ich genau weiß, was du wann, wie genau machst? Jetzt sei so gut, Schatz, und wirf die Pilze in meinen Doppelmuppel-Chaos-Kessel. Okay. Was, den Sumpf? Den Sumpf. Wow, der ist voll schwer. Der hat so einen großen Kopf, ne? Den kann man gar nicht verfehlen. Sie hat den Pakt gebrochen. Tja, dann hilft nichts. Wir müssen sie ausschalten. Okay. Das Tor ist gut verhext, aber der alte Merle hat das vorausgesehen. Bring mir die anderen Sumpfblüten und wir kümmern uns darum. Den Automaten haben. Warum sie ihren Schwur und den Pakt gebrochen hat. Alter, was hat mich denn da getroffen? Das ist eine klare Verletzung unseres arkanen Mandats und so. Wow. Endlich Inventar lernen. Zum Knochenbrecher, zum Nachtspalter und zu all jenen. Irgendwas tut halt, Alter, wer schießt denn hier mit diesem Elektrozeug rum? Das ist halt richtig übel. Tja, es gibt auch dunkle Pfade, auf denen der alte Merle niemals wandeln wird. Werde ich so quatschen? Danke, weil ich habe hier nämlich einen Disc gefunden. Das ist der da. Hey, ich sag's ja. Ich habe auch ein bisschen von dem Knallgebräu in den Granatwerfer hier gepackt. So solltest du in ihren Sumpf kommen, ihre Kessel zerstören und uns ein für alle Mal von dieser üblen Hexe befreien können. Ich bin betrunken. Und du bist es auch. Und genau darum hörst du dir jetzt an, was ich sage. Pass gut auf. Ich sage es jetzt. Ich bin es nicht, Monty. Ich bin es nicht. Du wirst älter. Wer weiß, wie viele Jahre du noch hast. Also denkst du über deinen Erben nach. Dieser Clay ist der Mann dafür. Nimm ihn auf! Er läuft vorbei und lässt ihn sterben. Wer denn? Ich hab's genau gesehen. Mit sofortigem Ausschluss aus dem Leben. Ich hab's genau gesehen. Bekannt als tot. Das war sehr nett von ihm, oder, Lennart? Die Kammern gehören uns! Ey, ihr seid alle tot! Spüre den Blutgier! Durch das Chaos! Sterben geht ganz leicht! Ich helfe dir! Unsere Missionswaffe ist cool. Er hat gerade nach unten gezogen noch. Was war das da für eine Scheiße? Los, Mech! Mach sie fertig! Ja, schieß gegen die Kiste. Hast du gut gemacht. Ein willkommener Anblick. Aua. Alter. Schmerzen. Aber ich bin unsterblich. Irgendwie ist er ja nicht so unsterblich, wie er glaubt. Uff, ich habe mich selbst umgeklatscht. Ah, ich bin wieder am Leben. Okay.
Hier passiert manchmal so viel auf dem Bildschirm, dass ich gar nicht mehr klarkomme. Vorsicht da unten. In letzter Zeit gehen jede Menge grausiger Kreaturen bei ihr ein und aus. Da, 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 da. Oh, leider ist schon kräftig am Rumwursteln. Angriff! Zu den Waffen, Alter. Hier sind hängen überall Schädel. Ja. Da schwimmen auch überall Schädel. Oh, Reichtümer, geil. Na ja, der ist wieder alles in die Luft. Aber sowas von. Das macht voll Laune, ne? Komm, ihr würdet die Scheiße auch benutzen. Solange uns hilfst, solange es uns hilft, hä? Jo. Erstmal Badass wegmachen. Was ist er denn? Da ist er. Dieses Rumgeschrei von diesen Viechern. Wie das Ding kotzt. Stopp an meinem Nahkampf. Da ist noch einer rausgekommen. Was ein Nervvieh. Aber wo kommen denn alle her? Aus diesem komischen Topf immer. Aber der ist ja schon leer. Vielleicht gibt's ja noch mehr. Insgesamt 4 Stück, ja. Ja, wir müssen die Kessel zerstören. Wahrscheinlich kommen die da immer wieder raus. Denn... Oh ja. Bleibe, oh nö. Die Gottkönigin. Wie macht man die Kessel kaputt? Einfach draufschießen? Ich hab die nicht ausgerüstet. Wolltest du wieder aufstehen? Flo? Ja. Ich warne dich, Kamadin. Ah, ich lieg schon wieder. Mach ihn weg! Ah, du bist schon wieder da. Was denn? Also, man sieht immer, wo ich gerade bin, oder? Man hört es, das reicht. Dankeschön. Das ist mir sehr wichtig. Sie ist übrigens draußen, ne? Ja. Aber sie ist nicht gerade stark. Warum sie gerade mit Granaten zu? Wo ist sie denn? Bei mir. Alter, doch. Okay, Damage macht sie schon. Das ist das Schicksal aller, die den Pakt missachten. Ah, Sniper, ansonsten nur Schund. Und ich weiß, das tut jetzt nichts zur Sache, aber sie hat auch immer ungenießbare
will Kekse zum wöchentlichen Picknick mitgebracht. Wow. Ungenießbare Kekse zum öffentlichen Markt. Krass. Nein, Park. Du wirst geläutert, Ketzer. Das war das Gleiche. Hier geht's auch noch ein Stück weiter, ne? Ja, hier hinten sind noch voll viele Feinde, ne? Wäre mal ganz geil. Die haben nämlich irgendwie alle die gleiche Waffe. Das ist echt scheiße. Friss den hier! Jetzt steht eigentlich immer in meinem Schild. Ach du! Praktisch, oder? Das Schild. Ja. Da schießt du einfach hin, ne? Aber hier sind noch mehr Gegner. Glücknoss! Ist ja nicht so, als ob unsere Folge schon wieder zu Ende wäre. Der nächste, bitte! Na, bei euch sind auch welche, bei mir sind auch voll viele. Ja, sind überall welche, deswegen kann ich auch die Folge gerade nicht beenden. Von der anderen Seite. Da ist eine Kiste. Achso, es ist eine normale, schade. Die sah von weiter weg aus wie eine Waffenkiste. Ja, nee, ist klar. Hier ist aber eine Waffenkiste. Kiste bei diesen Koordinaten. Das ist auch ein Goliath. Bin ich endlich auch. Was haben wir denn hier? Ich glaube, da war ein geiler Revolver für mich drin. Ja, nur blaue Waffen. So, dann haben wir hier alles, wa? Sieht zumindest so aus. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es hier noch mehr gibt. Ja, hier ist noch eine Jacobs. Seht euch das Depot an. Aber nur mit einer schlechten grünen Waffe. Aber die ist, naja, es geht's. So. Gut, haben wir fertig. Wir müssen einmal außen rum gehen, dann sind wir wieder da. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge und machen das in der nächsten Folge, ne? Dann. Wie heißt das? Zeig mir, was du drauf hast. Das Blaue ist. Erstmal noch einsammeln. So. Also, wir sind in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin.